Hallo und Gruß nochmal Landschwein. Wir sind heute wieder zum Jahreswechsel. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Ich habe jetzt mal 2 Tage und 3 Tage, glaube ich, gar keine Videos gemacht. Ein bisschen Urlaubs. Videourlaub. Wir haben heute ein neues Kamerakind. Und das Kamerakind wird gerade aufgefressen. Nein, natürlich nicht. Emma ist immer so freundlich und filmt uns. Und wir machen heute Inventur. Genauso wie in normalen Filmen und so auch, ist bei uns natürlich auch Inventur angesagt. Wir zählen aber keine Schrauben, sondern was zählen wir immer? Schweine. Wir zählen Schweine, ganz genau. Und Daniel, zeigst du mal die Liste? Das Ding ist ja noch zu, du musst noch einiges lernen. Genau. Wir haben hier so eine Liste, darauf kann man die Nummer der Sau sehen. Und dann kann man den Transponder sehen. Der Transponder, und, zeig mir, film mal wieder hier. Der Transponder, das ist diese gelbe Ohrmarke. Oder von innen ist sie auch rosa. Vielleicht finden wir sie irgendwo. Schauen wir mal hier, irgendwo hier. Hier, da. Schau mal. Ja? Das ist diese Ohrmarke. Und die Ohrmarke ist dafür da, damit wir damit die Schweine was zu fressen kriegen. In der Station, habe ich ja schon mal gezeigt. Hey du musst mich, du musst hier also das Gesicht filmen, nicht meinen dicken Bauch. Genau. Und jetzt machen wir das nämlich so, dass ich mit diesem Gerät Transponder testen kann. Einmal wieder drauf filmen. Schau dir. Da kann ich jetzt sehen, Transponder. Ich nehme jetzt, filmen wir hier immer. So. Ich scanne einmal. Und jetzt sagt er uns diese Nummer. Und jetzt sage ich dem Daniel, Saunummer. 5236 14187855. Und das hat jetzt der Daniel gesagt. Welche Nummer hast du uns gesagt? 14185034. Na, hat der andere gesagt. 14187855. Der Daniel ist jetzt gerade wieder im Leben. Für ihn ist das neue Jahr am 2. Januar angefangen, nicht am 1. Immer diese Azubis. Oder Emma? Ja. Immer diese Azubis. Genau. Das machen wir jetzt durch und durch. Wir scannen jetzt alle 260 Tiere hier durch. Können nachher genau sagen, ob die Transponder alle richtig drin sind. Und es passiert ja auch schon mal, dass man aus Versehen mal eine Sau vergisst auszustallen, zu verkaufen. Und das können wir dann nachher schauen. Und dann sehen wir, ob unser Bestand richtig ist. Und mit diesen Daten werden wir noch einiges zu tun haben und weiterarbeiten. Nicht nur unsere Sauen werden gezählt, auch die Ferkel und die Mastschweine werden gezählt. Rede ich zu viel? Und da müssen wir einige Datenbanken mitfüttern. Das werde ich euch morgen und übermorgen zeigen in den Videos. Das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.